Moin zusammen. Neue Woche, neues Glück, oder wie heißt das? Egal mal wie. Ganz viel hat sich nicht ereignet. Naja, bis auf, wenn man es richtig nimmt, dass die Amis und die Israeli die syrischen Truppen angreifen, auch wenn manche das nicht wahrhaben wollen. Da gibt es irgendwelche Klugscheißer, die dagegen anstinken, dass wir der Russe gewesen, falsch, sowas von falsch. Naja, selten gibt es ja sowas, es gibt auch unbelehrbare, es gibt bezahlbare Trolle, die leider bei uns auch auf dem Blog sind. Einige davon. Und es gibt ewige Stänkerer. Das muss auch mal langsam abgestellt werden und das schaffen wir auch, egal mal wie. Kommen wir zu den Honigmann-Nachrichten vom 19. September 2016, Nummer 927. Sprachwurzeln. Ein internationales Forscherteam aus Sprachwissenschaftler und Kybernetikern hat in einer computergestützten Studie herausgefunden, dass die Menschen eine gemeinsame Sprache sprechen, berichtete The Telegraph. Die Wissenschaftler untersuchten mittels Computerprogrammen die Basiswörter in 3700 Sprachen, 62% der Weltsprachen. Verblüffendes Ereignis und Ergebnis, sie entdeckten sprachliche Grundprinzipien, die den Linguisten zuvor nicht aufgefallen waren. Bislang wurde angenommen, dass der Klang der Wörter und ihre Etymologie und dem besonders ethnischen Spezifika abhängt. Die jüngste Untersuchung habe jedoch gezeigt, dass Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und ihrer Basiswörter die gleichen Laute verwenden. Das bedeutet, dass alle Weltsprachen gemeinsam versteckte Wurzeln haben. Das wissen wir übrigens schon seit langem. Sämtliche Sprachen dieser Welt stammen aus dem Althochdeutschen. Und ob wir da das Chinesische nehmen, die unterschiedlichen Sprachen, die es dort gibt, vom Mandarin an bis was weiß ich wohin, oder bis zu den indianischen Sprachen, sie entstammen alle den deutschen Wurzeln und der altdeutschen Sprache. Was übergeblieben ist, insbesondere ist beim Englischen, was habe ich immer gesagt, es ist schlechtes Friesisch, was sie sprechen. Menschheit, Staaten. Habt ihr euch gefragt, warum die Welt nie zur Ruhe kommt? Warum eure Eltern, Großeltern oder Urgroßeltern sterben mussten in Kriegen, die nie hätten stattfinden müssen? Gerard Minuin sagte das. Wahrheit sagen, Teufel jagen. Wer heute nicht mehr in der Lage ist, selbstständig zu denken und sich seine eigene Meinung zu bilden, der wird von vorne bis hinten verarscht. Man kann sich nicht mehr auf den Staat verlassen. Leider ist es so. Geschichte wird verfälscht, seit Hunderten, teilweise seit Tausenden von Jahren, explizit in den letzten 70, 80 Jahren. Entschuldigung. Geschichte wird verfälscht, Grenzwerte und Patente, die ihre Gesundheitsgefahr darstellen, sind mittlerweile gang und gäbe. Angriffskriege, in denen es nur um US-amerikanische Interessen geht, werden dem Volk durch PR-Agenturen als humanistische Intervention verkauft. Wir glauben darum wirklich, dass die Flüchtlinge, die nach Europa geschleust werden, vor Assad und dem ISVS flüchten. Weltbankenstress. Aktuell schlägt ein Stressbarometer im Internetbankenmarkt stark aus. Dieses kann zum Beispiel an die immer noch ungelösten italienische Bankenkrise liegen, die auch erhebliche Auswirkungen auf deutsche Banken haben kann. Als letztes Mal so ein hoher Wert beim Stressbarometer, TED Spread heißt das, ersichtlich war, standen die USA mit ihren völligen Überschuldungen und einem nicht entsprechenden Haushalt kurz vor der Pleite. 2011 war das. Auch dass der jüngste Anstieg mit teilweise sehr unruhigen Mustern verläuft, ist sehr untypisch. Dieses spricht für massive Eingriffe der Notenbanken, dies ist aber anscheinend nicht zu verhindern. Oder die es anscheinend nicht zu verhindern können, dass der TED-Spread weiter steigt und die Unsicherheiten weiter zunehmen. Machen wir uns nichts vor. Irgendwann in den nächsten Monaten wird wohl die Zeit gekommen sein, auf der auf einmal alles, was ein Sachwert ist, Rohstoffe, Edelmetalle und so weiter, immens steigen. Die Notenbanken werden die Geldpolitik ad absurdum führen, eine hohe Inflation wird einsetzen. Oft ist es so, dass vor einer Inflation eine Deflation passiert. Nicht immer, aber oft ist es so. Cambridge, Washington, USA.
Schlechte Zensuren in Sachen Weltpolitik erhalten die scheidenden VS-Präsident oder enthält der entscheidende VS-Präsident Obama und seine Administration in einer aktuell veröffentlichten Studie der Harvard Business School. Unter dem entlarvenden Titel »Keine Probleme gelöst und eine gespaltene Nation« treffen die Harvard-Ökonomen die Feststellung, dass der aktuelle Zustand der VS-Wirtschaft als kaputt zu bezeichnen sei. In vielen Bereichen hinke man den Standards von vor 20 Jahren nach, vor allem in dem letzten Jahrzehnt, das von Obamas ökologischen Zielvorgaben geprägt gewesen sei, hätte eine fortgesetzte Erosion in allen Sektoren stattgefunden. So sei man etwa beim Wirtschaftswachstum, Produktionseffektivitätswachstum, Arbeitsplätzewachstum und den Interventionen schlechter als Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und ich füge mal hinzu, Obama ist noch nicht weg. Und die Wahlen haben noch nicht stattgefunden. Mag sich jeder denken, was er möchte, warum das so ist, warum er noch länger bleiben kann. Washington, VSA. In den Vereinigten Staaten gehen derzeit ein Gerücht um. Präsident Obama könnte für 8. November angesichten gesetzte Präsidentenwahl aussetzen. Gründe hierfür ließen sich demnach einige finden. Einerseits Hillary Clintons fragwürdiger Gesundheitszustand, andererseits gilt das VS-Wahlsystem als unsicher und unangreifbar. Hierzu kommen wirtschaftliche, finanzielle Probleme sowie die wachsende Gefahr von Unruhen in der Bevölkerung. So langsam wachen die Amis nämlich auch auf. Noch wenig, aber sie fangen an. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, dass Donald Trump tatsächlich zum neuen Präsidenten der VSA gewählt wird. Unter der Ausrufung des Kriegsrechts wäre diese auch seitens der VS-Verfassung kein Problem. Und darum handelt es sich, was ich eben gesagt habe. Washington, Moskau, Damaskus. Der stellvertretende Sprecher des VS-Außenministeriums Toner betonte auf der Pressekonferenz am Donnerstag auf eine Journalistenfrage, warum die VSA den Text der Vereinbarung vom Verbündeten Frankreich geheim gehalten, dass das Abkommen sensible Punkte bezüglich der Sicherheitsmoderator Operations- und Oppositionskräfte enthalte, die bei Bekanntwerden des Abkommentextes von Regierungskräften angegriffen werden könnten. Dies ist natürlich reiner Quatsch, denn das mit Syrien verbundene Russland kennt als Partei selbstverständlich den vollen Text und Syrien hat ebenso längst klar gemacht, dass die Texte des Abkommens vor der russischen-amerikanischen Einigung mit Damaskus abgestimmt wurde. Mexiko-Stadt. Laut dem Nationalen Register für verschwundene und vermisste Personen gibt es in Mexiko 27.887 Personen, deren Verbleib unbekannt ist, ist im Bericht des Jahres 2015 der Behörde zu lesen. In Mexiko gibt es mehr Opfer von Verschwindenlassens als in den südamerikanischen Ländern während der Militärdiktatur. Da handelt es sich übrigens fast immer um Mafia-Gehabe und um Mafia-Taten. Brasilien. Dass er blind ist, hindert Raul de Silva nicht daran zu fotografieren. Der 41-jährige Brasilianer hat jetzt einen besonderen Auftrag erhalten. Er ist ausgewählt worden, die Paralympischen Spiele in Rio de Janeiro bildlich festzuhalten und zu dokumentieren. Ägypten, Mittelmeer. In den letzten Jahren wurde eine Reihe bedeutsamer Gasfelder im Mittelmeer gefunden. Entschuldigung. Ägypten, energiewirtschaftlich in den letzten Jahren ins Hintertreffen geraten, versucht nun seine Position und seine Bedeutung in der Region wieder zu stärken. Syrien, VSA. Die Luftschläge der VS-geführten Koalition auf Stellung der syrischen Armee im Nordosten Syriens könnten keinesfalls ein Fehler gewesen sein, teilte der Journalist und Politikexperte für Nahostangelegenheiten Kara Mustafa im Sputnik-Interview mit. Was machten diese Kampf jetzt überhaupt am Himmel über diesem Gebiet während der Waffenruhe, wenn sie wussten, dass der IS sich ohnehin zurückzieht? Außerdem erlaubten Ausrüstung und Technik, die der Koalition zur Verfügung steht, fast hundertprozentige Genauigkeit zu erkennen, wer wer ist, sagte Kara Mustafa. Es fehlen eben noch die anderen Jäger am Himmel, die von Israel, denn die haben mitgespielt. Zeigt eigentlich immer wieder,
dass es die ISIS als solches oder die Daesh gar nicht gibt, sondern dass es von den Amerikanern erfundene Truppe, Aufhetzungstruppe ist gegen das Syrien-Regime bzw. gegen Präsident Assad. Ankara, Türkei. In der Türkei sind die Folgen des Umsturzversuches im Juli noch längst nicht überwunden. In unmittelbarer Folge des Putsches waren Tausende verhaftet worden, von denen ein Großteil immer noch inhaftiert ist. Jetzt kündigt das türkische Justizministerium den Bau von 174 neuen Gefängnissen an. Laut der Tageszeitung Hürriyet soll damit in den nächsten 5 Jahren Platz für 100.000 neue Häftlinge geschaffen werden. Mal eben gucken, haben wir da, nee, haben, gib mir mal bitte den. Da unter. Ja, danke. Entschuldigung. Muss zwischendurch mal sein. Nordkorea, VSA. Der nordkoreanische Außenminister Yang Ko bezeichnete bei der 17. Ministersitzung die Bewegung der blockfreien Staaten Donnerstag in Venezuela die jüngsten Flüge strategischer VS-Langstreckenbomber über der koreanischen Halbinsel als Provokation. Nordkorea sei bereit, gegen die VS-Provokationen einen weiteren Angriff zu starten. Zugleich betonte er, der 5. nordamerikanische Atomtest, nordkoreanische, Entschuldigung, Atomtest, sei Teil einer gerechten Verteidigungspolitik gegen die Bedrohung der VSA gewesen. Dass der ein bisschen den Mund voll nimmt, der nordkoreanische Präsident, das wissen wir. Er handelt eigentlich nur auf Anweisung der Chinesen, auch wenn die ihm zwischendurch mal einen auf die Ohren geben. So einen kleinen Klaps. Mehr ist das nicht. Japan. Japan nutze den aktuellen Konflikt im südchinesischen Meer, um seine eigenen Interessen voranzutreiben, meinten chinesische Experten und bezogen sich damit auf jüngste Äußerungen der neuen japanischen Verteidigungsministerin Inada. Inada hatte zuvor von gemeinsamen Patrouillen mit den VSA gesprochen. Es gab schon mal Zeiten, da setzte sich Japan von den VSA, sprich also von Nordamerika ab. Aber in der Zwischenzeit finden sie wahrscheinlich den Weg wieder zurück mit der Begründung, wir müssen beschützt werden. Kann nicht sein. Irgendwas läuft da noch falsch. Australien, VN. Der Aufruf, der den Australien dem Ausstieg Großbritanniens aus der EU folgten und sich aus der VN zurückziehen sollte, war Teil einer umfangreichen Rede, welche sich auch mit dem Klimawandel und Bankenzerstörungsverschwörungen bestätigte. Australiens Werte und der Lebensstil des Standes und des Landes sind durch solch heimtückische Institutionen gefährdet, wie dem ungewählten Abfall, den die Vereinten Nationen verkörpern. Australien muss raus aus der VN. Wir brauchen einen OZ-Exit. Sie haben für alles 9 Namen. Russland, Iran. Natürlich ist die Aufsicht und Aussicht auf die Eröffnung russischer Banken im Iran sehr attraktiv und wichtig, weil diese unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit erweitern und verbessern kann, sagte der ehemalige Präsident der russisch-iranischen Freundschaftsgesellschaft Ibrahim Yamanian im Interview mit Sputnik. Ibrahim Yamanian zufolge wollten Moskau und Teheran ihren bilateralen Handel künftig in ihrer heimischen Währung abwickeln. Im Moment werden alle Bankgeschäfte zwischen Russland und dem Iran in VS-Dollar oder Euro geführt, führte Imanian an. Das ist uns sehr unangenehm, weil da alle diese Vorgänge damit entweder von der europäischen oder von der VS-amerikanischen Zentralbank kontrolliert werden. Moskau, Syrien, Washington, VN. Moskau wird eine Dringlichkeitssitzung des VN-Sicherheitsrates im Zusammenhang mit dem Luftangriff der Koalition gegen Stellung der syrischen Armee einberufen. Das teilte Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, mit. Wir fordern von Washington umfangreiche und ausführliche Erklärungen. Diese Erklärungen sollten im VN-Sicherheitsrat gegeben werden, sagte sie. Moskau, Russland. Die Bank Rossiya senkte den Leitzins trotz Rezession um 50 Basispunkte auf 10%, geht aus einer Pressemitteilung vom vergangenen Freitag hervor. Bereits die zweite Senkung 2016. Experten haben damit gerechnet.
Die Zentralbank will damit eine russische Konjunktur unterstützen und erwartet fürs erste und zweite Quartal 2017 eine Rückkehr zum Weltwirtschaftswachstum. Bis Anfang 2017 will sie den Leitzins nicht mehr verändern, hält sich jedoch für das erste Halbjahr 2017 weiteren Maßnahmen offen. Kiew. Eine Gruppe von Nationalisten und Radikalen hat in der ukrainischen Hauptstadt die russische Botschaft mit Feuerwerkskörpern attackiert. Nach Angaben der russischen Botschaft wird dem ukrainischen Außenministerium eine Protestnote wegen des nächtlichen Angriffs übermittelt. Radzikowo, Polen. Das ist das ehemalige Ries. Im polnischen 500-Seelen-Ort, ist nicht polnisch, ist Westpommern. Im polnischen Seelendorf Ort Radzikowo entsteht eines der größten Militärprojekte Europas. US-amerikanische Streitkräfte bauen zusammen mit Polen einen Raketenabwehrschirm. Als Vorwand dient die Gefahr aus dem Iran. Völliger Quatsch, sie gehen damit gegen Russland vor. Viele Bürger glauben aber nicht an diese Begründung. Zudem wird die Regierung kritisiert, da das Projekt hinter verschlossenen Türen ausgehandelt wurde. Bratislava, EU. Ich glaube, die Spitzenpolitiker der 27 Länder haben heute begriffen, dass wir in einer großen Krise stecken und dass diese Krise zum größten Exodus aus der EU führen kann, wenn wir uns nicht verändern. Ich glaube, es ist eine gemeinsame Einschätzung, dass die heutige Gestalt der EU ihre Bürger nicht begeistert. Deswegen muss die EU einen neuen Traum finden, um die Bürger doch noch zu begeistern, sagte der griechische Premier Tsipras auf einer Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel in Bratislava. Da sag ich mal, ob der was sagt oder Peng. Es wird von jedem übergangen, insbesondere von den Alkoholikern in Brüssel und ähnlichen Leuten. Sie wollen mit aller Gewalt ihre EU retten, was zu retten ist. Es wird ein Bach runtergehen, ganz bestimmt sogar. Budapest, Ungarn. Ungarn schützt seine Grenzen vor unkontrollierter Zuwanderung mit einem Zaun und wird dafür heftig kritisiert. Der ungarische Premierminister Orbán lässt sich davon nicht beirren und will den bereits vorhandenen Stacheldrahtzaun zur wallähnlichen Anlage ausbauen. Auch Überwachungsanlagen sind geplant. Mit dem Bau des Zauns in Ungarn sank die Zahl der illegalen Einwanderer auf täglich ein Dutzend. In den ersten 6 Monaten 2015 war es noch 100 pro Tag. Frankreich. Eine große Mehrheit der Franzosen ist gegen die weitere Aufnahme von Migranten, ergab die Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts. Die Umfrage ergab, dass 62% der Franzosen gegen die Migranten sind, die in ihr Land kommen. Eine viel härtere Haltung in der Frage im Vergleich zum letzten Frühjahr. Ich hoffe, dass die noch mehr und schneller aufwachen als unsere. Berlin, Deutschland. Die Grünen haben sich für eine Lockerung des Einwanderungsrechts ausgesprochen, typisch. Künftig sollen gut qualifizierte Ausländer, gibt's die? Das wäre mir neu. Auch dann dauerhaft in Deutschland leben können, wenn sie hier keinen Arbeitsplatz vorweisen können, forderte der migrationspolitische Sprecher der Grünen, der Bundesfraktion Beck, gegenüber der dpa. Beck sollte sich mal lieber um sich selbst kümmern und um seine eventuellen Drogen, die er hatte. Bisher mussten die Einwanderer nachweisen, dass sie in der Bundesrepublik eine Stelle antraten. Zur Deckung des angeblichen Fachkräftemangels sei Deutschland künftig immer stärker auf Asylanten und EU-Bürger angewiesen. Das ist einfach eine Lüge. Und zur Deckung dessen, was wollen Sie decken? Ach ja, klar, hatten wir schon und das können Sie am besten. Fachkräfte? Ich glaube nicht. Deutschland, Ausländeranteil. In Deutschland leben so viele Ausländer wie noch nie. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung liegt nunmehr bei ca. 21%. Die drei wichtigsten Herkunftsländer sind nach wie vor Türkei, Polen und die Russische Föderation. Deutschland, CETA, TTIP. Mehr als 320.000 Menschen haben am Sonntag bundesweit gegen CETA und TTIP demonstriert. Wenige Tage vor der EU-Handelsministerium-Konferenz am 23. September in Bratislava
trugen die Bürgerinnen und Bürger ihren Widerstand gegen die geplante Freihandelszone der EU mit Kanada und den USA in 7 deutschen Städten auf die Straße. Bürger, für wen sollen wir bürgen? Ich bin kein Bürger. In Berlin demonstrierten 70.000 Menschen, in Hamburg waren es 65.000, in Köln ca. 55.000, in Frankfurt am Main 50.000, in Leipzig 15.000, in Stuttgart 40.000 und in München 25.000. Die Erwartungen der Organisation wurden damit deutlich übertroffen. Es hätten noch viel mehr sein können. Explizit im Osten müssen da noch mehr kommen. Ich weiß nicht, ob der Osten das nicht begriffen hat, was TTIP bedeutet, was CETA bedeutet und wo uns das hinführen würde. Dennoch bin ich weiterhin davon selbst überzeugt, dass TTIP und CETA nicht durchkommen wird. Begründung ist eine ganz einfache. Man versucht VW, Siemens auch, Bosch, andere Banken, deutsche Banken, auch Daimler-Benz und ähnliche zu zerschlagen, egal wie, alleine weil es deutsch ist, auch wenn die Aktionäre andere sind. Aber das waren führende Mitglieder in der TTIP oder im TTIP-Abkommen. Und ich glaube nicht, dass die noch mitspielen werden in dem Gesamtspiel, was dort abläuft, seitens der Eliten, sogenannten Eliten von Amerika. Deutschland. Gab es 1991 noch 28,9 Millionen Vollzeitarbeiter, so wurden es im zweiten Quartal des Jahres knapp 24,2 Millionen nur noch gezählt. Das sind 4,7 Millionen Vollzeitbeschäftigte weniger als noch vor einem Vierteljahrhundert. Gleichzeitig ist die Zahl der Teilzeitarbeitnehmer in diesem Zeitraum drastisch von 6,3 auf 15 Millionen gestiegen. Neben den versicherungspflichtigen Tätigen fallen darunter die geringfügigen Beschäftigten sowie alle 1-Euro-Jobber. Wenn wir denn so viel Fachkräfte hätten, dann wären die Vollzeitbeschäftigten doch sehr viel höher. Aber wer will die haben? Die gute Nachricht. Es war einmal eine kleine Welle. Die hüpfte da draußen auf dem Meer hoch und runter und amüsierte sich prächtig. Sie genoss einfach nur den Sonnenschein und die frische Luft, bis sie bemerkt, dass vor ihr noch andere Wellen sind. Sie sieht, wie die anderen Wellen an der Küste zerschellen. Das jagt ihr Angst ein. Oh mein Gott, das ist ja schrecklich, wenn mir das Gleiche passieren wird, klagte die kleine Welle. Da kommt eine andere Welle auf sie zu und fragt, wieso siehst du so traurig aus? Die kleine Welle antwortete, du verstehst überhaupt nicht, was los ist. Wir werden allesamt an der Küste zerschellen. Alle Wellen lösen sich auf und werden nichts sein. Ist dir das nicht klar? Die andere Welle sagt, dir ist etwas anderes nicht klar, weil du denkst, du bist eine Welle, aber du bist ein Teil des Ozeans. Das ist mal eine Sache, drum herum zu denken. Hat was. Und das war's mal wieder für heute. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, am kommenden Wochenende treffen wir uns im Schwabenland, im Ländle, in der Nähe von Göpping. Wir haben auch einen noch relativ unbekannten Gast, den viele, viele, viele schon kennen. Und wenn ich einen Namen sagen würde, würden sie sagen, oh ja, ich weiß, das könnte was werden. Wir haben den Namen absichtlich nicht genannt. Er wird sich vorstellen, er wird sein, kann man so nennen, sein Programm darstellen, er wird sich selbst darstellen. Sich selbst vorstellen, woher er kommt, wohin er will. Könnte sehr, sehr und wird sehr, sehr interessant werden. Meldet euch an, ob es einen Tag oder alle 3 Tage ist, ist egal. Meldet euch bitte auf imme76@web.de an. Kommendes Wochenende in Baden-Württemberg. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bedanke mich fürs Zuhören und wir sehen und hören uns wieder. Euer Honigmann. Tschüss.